was Nord Stream betrifft. Das ist ja keine staatliche Entscheidung, sondern eine privatwirtschaftliche im Grunde genommen. Das eine hat mit dem anderen aus unserer Sicht zunächst mal nichts zu tun. Auch gleichwohl, zugegebenermaßen, ist dieses Projekt dann nicht in einem positiven Licht begleiten lässt. Aber jetzt muss man erst den ersten Schritt gehen und diese diplomatischen, politischen Fragen klären. Denn unsere Außenpolitik ist immer gleich. Sie muss immer eine Balance sein. Ja, es gibt Interessen, aber es gibt auch Werte, für die wir stehen. Und diese Werte werden durch so etwas herausgefordert. Das ist kein deutsches, das ist kein Regierungsprojekt. Das ist ein Projekt von Unternehmen, von beteiligten Ländern. Aber ich finde, wir sollten uns die gesamte Palette auch von Möglichkeiten der Reaktion anschauen. Und ich will noch mal sehr deutlich sagen, gerade wollen wir keine bilateralen Entscheidungen treffen, sondern wir wollen multilateral handeln in einem guten Verständnis der Europäischen Union, der NATO. Ich erwarte von einer Bundesregierung, die von einem Verbrechen spricht, dass sie solche Sanktionen nicht nur ausspricht und weiterhin ausspricht, sondern eben dann auch kontrolliert. Und was Nord Stream 2 angeht, kann ich nur sagen, es gibt viele Gründe dafür, warum diese Pipeline nicht sinnvoll ist. Wir machen uns abhängig von Putin. Und ich halte nicht sehr viel davon, das weiter zu betreiben, sondern jetzt nach Möglichkeiten zu suchen, diesen Bau nicht weiter fortzusetzen. Wir halten es für nicht möglich, jetzt zurück zur Tagesordnung zu kommen, sondern dieser versuchte Giftmord muss aufgeklärt werden und muss auch politische Konsequenzen haben. Wir sind für einen Dialog auch mit einem schwierigen Gegenüber wie Russland, aber auf der Basis von rechtsstaatlichen Prinzipien. Und deshalb unterstützen wir die Bundesregierung bei ihrer klaren Haltung gegenüber Russland. Aber wir halten es mit dieser klaren Haltung nicht für vereinbar, wenn beispielsweise große Infrastrukturprojekte wie die Pipeline Nord Stream 2 vorangetrieben werden, als wäre nichts gewesen.